habe wieder ein Aufgebraucht-Video für euch. Es ist wieder relativ viel in meiner Kiste und ich fange auch direkt an mit den ersten Produkten. Ich habe aufgebraucht von Garnier Fructis die Oil Repair 3. Das war so ein XXL 400ml Packung und die passende Spülung dazu. Ich bin eigentlich von den Sachen immer wirklich begeistert. Ich nutze sie total gerne, aber irgendwie vertragen meine Haare dieses Shampoo nicht mehr. Ich bin bereits am selben Tag wieder unheimlich fettig, speckig, eklig und daher werde ich es mir jetzt erstmal eine Weile nicht kaufen. Vielleicht hole ich es mir vielleicht in einem halben Jahr nochmal, mal schauen, aber momentan war es nichts. Ich habe dann einfach den Rest zum Pinselwaschen benutzt, weil ich brauche auch nicht unbedingt mit super speckigen Haaren rumrennen. Dann habe ich leer gemacht, ich habe viel Haarzeug leer gemacht, das Alverde Anti-Fett Shampoo mit Brennnesseln. Das finde ich sehr, sehr gut. Also ich habe viele, viele Jahre jetzt keine Alverde-Produkte benutzt und habe irgendwann mal gedacht, komm, probierst das einfach mal wieder. Und da war ich wirklich, wirklich positiv überrascht. Es schäumt viel besser wie vor ein paar Jahren noch und hat wirklich, also alle zwei Tage Haare waschen, hat funktioniert, fand ich sehr, sehr gut. Und habe ich mir sogar, glaube ich, sogar schon wieder nachgekauft. Dann habe ich hier das Shampoo, die Spülung fand ich ja mehr als schlecht, habe ich aber hier trotzdem hier diese wahre Schätze Hafermilchgeschichte aufgebraucht. Auch hier muss ich sagen, es war absolut unzufriedenstellend, es war sein Geld nicht wert, würde ich mir nicht nochmal kaufen. Sehr zufrieden war ich hier mit diesem Desange California Blond Zeug, das ist ja so Anti-Gelbstich-Zeug, was quasi man sich in die Haare macht und dann ein paar Minuten einwirkt. So ist die Farbgabe von diesem Zeug. Ich fand es sehr, sehr gut. Also das hat einwandfrei den Gelbstich neutralisiert, hat die Farbe schön ein bisschen kühler scheinen lassen. Ich habe es mir auch schon wieder nachgekauft. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt bei diesem Produkt absolut und ich werde mir vielleicht sogar irgendwann mal die anderen Shampoos anschauen. Dann habe ich leer gemacht. Einmal Nivea Reinigungstücher, braucht man nicht zu viel sagen. Ich mag die, ich finde die sehr, sehr gut. Dann Neuentdeckung ja gewesen, diese Reinigungstücher mit Grapefruit von Balea, die fand ich auch sehr, sehr gut. Die nehmen das Zeug gut runter. Habe ich mir bereits auch schon nachgekauft. Dann habe ich noch leer gemacht, was teureres, und zwar von Revlon habe ich mir da mal was bestellt. Das ist so ein Feuchtigkeitsbalsam, den macht man sich quasi wie eine Kur in die Haare und sorry, dass ich da gerade drüber gucke, aber die Nettie spielt da gerade und kratzt auf dem Parkett rum und dann gucke ich immer so. der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, das Ding lag so um die 11, 12 Euro und das war wirklich top. Es hat mir lange gehalten, es hat, finde ich, den Spitzen doch sehr gut getan, weil momentan, ein bisschen glätten, bin ich sehr zufrieden mit meinen Spitzen. Das kann ich euch wirklich empfehlen, das ist ein super gutes Produkt. Und ich werde es mir definitiv wieder nachkaufen. Dann habe ich leer gemacht ein Trockenshampoo und zwar das Schauma Cotton Fresh. Der Geruch ist wirklich, der riecht wirklich richtig, richtig gut und zwar nach frisch gewaschener Bettwäsche und das mag ich auch sehr gern. Da war nicht wirklich viel drin, 150ml und es hat einen weißen Schleier hinterlassen. Also bei blonden Haaren wie bei mir geht es ja eigentlich, aber für dunkle Haare ist das glaube ich wirklich nichts. Würde ich daher jetzt nicht unbedingt dunkelhaarigen Mädels empfehlen. Für Blonde ist es in Ordnung, aber man muss danach halt gut die Haare ausschütteln, sag ich mal. Dann habe ich leer gemacht ein Alverde Schaum, den finde ich ja immer wieder gut. Ich habe den schon ein paar Mal gehabt jetzt und eine Freundin von mir hat den nicht vertragen. Und dann habe ich hier angefangen, das Teil bekommen, habe es leer gemacht, finde ich gut, würde ich mir wieder kaufen, gibt es nicht viel zu sagen. Dann ganz langweilig von Isana, diese 140 Wattepads. Finde ich gut, kaufe ich immer wieder. Leider fusseln die allerdings momentan ein bisschen, weil die sind nicht an der Seite abgesteppt. Aber da muss man sich halt ein bisschen ab und zu mal was aus dem Auge fummeln, aber passt soweit. blöd von mir, ich mag den Rival ölhaltigen Augen-Make-up-Fahner wirklich sehr, sehr gern. Entschuldigung. Der ist wirklich, wenn der im Angebot ist, kostet der 1 Euro und da hätte ich mir wirklich mehr mitnehmen sollen. Ich habe nur einen eingepackt, warum auch immer. Ich komme nicht so oft zu Rossmann, aber wenn ich das nächste Mal dort bin, kaufe ich mir auf jeden Fall bestimmt 5-6 Stück nach. Das ist preis-leistungstechnisch, finde ich, der beste Augen-Make-up-Remover, den es auf dem Markt gibt. Dann habe ich aufgebraucht Garnier Skin Naturals mit Zellenwasser für empfindliche Haut, dieses große.
Ja, das ist so eine Hassliebe. So fürs Make-up entfernen, Lippen und so hat es gut funktioniert. An den Augen hat das aber auch gebrannt. Deswegen würde ich mir das jetzt nicht unbedingt nochmal holen. Aber dennoch finde ich so preis-leistungsmäßig mit 400 Milliliter ist das echt eine gute Größe. Aber war leider nicht so das Gelbe vom Ei und ich nehme ja die Tücher, also werde ich mir das auch nicht nachkaufen. Dann habe ich geduscht. Einmal hier dieses Schokolove-Duschgel von Balea. Fand ich sehr, sehr gut. Ich war ja von dem Palmolive-Duschgel so angetan. Das riecht auch sehr, sehr gut. Aber fast schon zu süß. Das Palmolive war auch süß, aber nicht ganz so süß wie das hier. Aber dennoch finde ich, war das eine coole LE und ich würde die mir wieder kaufen nächstes Jahr. Dann habe ich hier Nivea Lemongrass and Oil. Kaufe ich mir auch immer wieder. Nivea Duschen finde ich generell auch ganz cool. Und ab und zu packt es mich und ich hole mir die immer nach und finde die immer ganz toll. Und ja, also von den Ölpartikeln merke ich jetzt nicht so den Unterschied, aber es riecht halt einfach sehr, sehr gut. Denn, ja, guck mal hier. Hallo, wir wollten auch mal Hallo sagen. Sag mal Hallo. Oh, keiner liebt mich. Und also die hart momentan, das ist echt nicht mehr schön. Ich könnte jeden Tag, ich habe so einen kleinen elektrischen Staubsauger, der alleine fährt, könnte ich den losschicken. Momentan ist, was die abhart, echt übel. Und die hat auch eine furchtbar schlechte Laune irgendwie die letzten Tage, ich weiß nicht. Frühlingstief. Ich habe noch gefunden oder von einer Freundin gekriegt, dieses Adplex. Das hat ja auch nicht unbedingt den großen Unterschied bei den letzten Tönungen gemacht. Ich habe es jetzt aber trotzdem aufgebraucht. Kaufen würde ich es mir jetzt aber nicht nochmal. Dann ist jetzt ein bisschen interessanter. Das Alverde Peeling, das ist mein allerliebstes Lieblingspeeling. Das steht bei mir immer in der Dusche. Momentan habe ich es leider nicht verfügbar, aber ich gehe nachher noch mit einer Freundin bummeln. Die hat nämlich, hier fliegen Haare, die hat nämlich Geburtstag. Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen uns einen schönen Mädelsabend. Gucken heute Abend noch die Schöne und das Biest an. Ich bin ganz gespannt, wie der wird. Aber das ist eine Sache, die ich wirklich jedem empfehlen kann. Das ist ein bisschen gröber, ein bisschen härter und ich finde, das tut einiges. Und für Preis-Leistung ist das absolut top. Dann habe ich hier aufgebraucht diese Hydra-Bomb-Geschichte, die Tagescreme, weil ich bin ja von der Nachtcreme wirklich, wirklich wahnsinnig großer Fan. Allerdings ist die Tagescreme nicht so mein Fall. Ich habe es jetzt wirklich versucht, schnell aufzubrauchen. Ich habe mir irgendwann mal damit auch die Füße eingecremt, weil die auch nicht so wirklich schnell einzieht. Aber es gibt definitiv bessere Tagescremes und die würde ich mir jetzt nicht kaufen. Dann habe ich Zähne geputzt. Wieder irgendeine günstige vom DM gehabt. X-Clean, ja, hat ihr Sinn und Zweck erfüllt, hat die Zähne sauber gemacht. Dann habe ich jetzt ein Serum leer gemacht. Das habe ich mir letztes Jahr an Weihnachten gekauft. Das ist dieser Skin Trainer von Kiko Milano. Ja, soll halt irgendwie die Haut straffen oder irgendwas, aber das Zeug zieht schnell ein, hat sich gut angefühlt. Ich finde den Tiegel ziemlich dekorativ und ich fand das ganz, ganz cool. Ich würde es mir auch wieder kaufen. Ich hatte das im Set mit dieser Augencreme gekauft. Aber so allein finde ich teilweise, ich glaube, das Teil kostet über 22 Euro. Wenn das wieder in diesem Weihnachtsset im Ausverkauf ist, dann hole ich es mir definitiv wieder. Aber momentan habe ich noch zwei andere Serien im Gebrauch und will erstmal das leer machen. Dann habe ich aufgebraucht drei Mascaras. Ich habe wahnsinnig Wimpern getuscht. Wahnsinn. Wie immer Lash Princess. Da habe ich einfach mal diese Rosane ausprobiert. Mit der war ich auch sehr, sehr zufrieden. Kann ich weiterempfehlen. Macht aus Stummelwimpern. Schöne große Wimpern, und aber halt Fliegenbeine, wenn nicht drauf steht. Ja, für den ist das vielleicht nichts, aber ich mag es, wenn die Augen so ein bisschen fliegenmäßig aussehen. Das lässt mich halt nicht unbedingt immer so müde aussehen, deswegen kaufe ich nach. Den habe ich von einer Freundin auch gekriegt, von der ich auch diesen Waschschaum hatte hier. Die Lash Sensational Mascara, die fand ich sehr, sehr cool. Also das war wirklich eine Mascara, die könnte tatsächlich auch zu meinen Favorites gehören. Die habe ich wirklich bis zum allerletzten Ding raus. Das ist so ein Kunststoffbürstchen und die hat auch wieder ein bisschen Fliegenbeine gemacht, ja, aber die fand ich wirklich gut. Also die hat den Schwung gehalten, die Farbabgabe war toll, es war wirklich viel drin. Ich würde sie mir wieder kaufen. Also das finde ich auch, ist sein Geld absolut wert. Dann hatte ich in irgendeinem Set auch von Max Factor, jetzt schiebe ich schon vor lauter Anlehnen hier meinen Schrank weg, die Clump Defy Mascara, und das ist eine Mascara, da ist es fast unmöglich, Fliegenbeine zu machen. Die fand ich auch sehr, sehr cool.
Die würde ich mir auch definitiv wiederholen. Ist auch ein Kunststoffbürstchen, wie man sieht. Und ich glaube, die ist auch ein bisschen teurer, aber die hat wirklich auch wunderschöne Wimpern gemacht. Wenn man jetzt keine großen Augen-Make-ups fürs Alltägliche wollte, ist das wirklich eine ganz tolle Sache. Kaufe ich mir wahrscheinlich auch wieder. Jetzt noch ein bisschen Langweiliges. Kaum habe ich die nicht in der Hand gehabt, habe ich überall Haare. Es ist furchtbar. Habe ich so ein Blistex leer gemacht. Ich bin halt immer so eine, ich kaufe mir wahnsinnig viel an so Lippenpflegeprodukten. Ich verliere die wahnsinnig gerne. Ich vergesse sie in Handtaschen. Wenn ich dann mal irgendwelche habe, dann benutze ich die vier, fünf Mal und irgendwie gesagt, kommen die dann abhanden. Aber den habe ich wirklich wacker gehalten. Ich habe den ganz gerne morgens aufgetragen nach dem Zähneputzen, bevor ich mich geschminkt habe. Und das habe das dann richtig, richtig dick aufgetragen, dass es ganz weiß war und habe es einziehen lassen. Das hat wirklich im Winter super gut getan. So ein Suchtfaktor ist dann natürlich auch dieses minzige, dieses kalte Gefühl, finde ich cool. Ich kaufe es mir auf jeden Fall im Winter wieder. Dann habe ich jetzt aussortiert von Rival de Loop Young dieser BB Corrector. Und zwar aus dem einfachen Grund, also der ist vielleicht ganz cool, wenn man wirklich keine Augenringe hat, aber ich habe da wirklich dünne Haut und sehe immer müde aus und da war das einfach nichts. Das Zeug ist einfach in die Fältchen sofort verschwunden, man hat es gar nicht fixieren brauchen, weil das war nicht möglich, es ist direkt weg. Und da habe jetzt einfach gesagt, ich sortiere den aus und schenke den weiter oder wie auch immer, der bringt es nicht. Und das war wirklich von vorne bis hinten unzufriedenstellend. Dann habe ich noch meine Lieblingsfoundation aufgebraucht, die Fit Me Matte Poreless in der 105. Ich habe jetzt gesehen, es gibt auch eine 100 und eine 102. Die habe ich mir beide schon geholt. Ich weiß, ich wollte ja eigentlich nicht einkaufen, aber ich habe Punkte eingelöst, das sei mir verziehen. Und die 100 ist wirklich extrem hell. Aber die 105, ich habe nämlich nicht mehr gewusst, welche Nummern ich hatte. Aber die 105 ist definitiv wirklich eine super, super tolle... ding, 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 ding. Foundation, ja, finde ich gut, kaufe ich mir immer und immer wieder. Kann ich absolut jedem empfehlen. Das ist für mich die beste Drogerie-Foundation überhaupt. Gut, jetzt habe ich noch ein bisschen Haushalt. Für die, die es nicht interessiert, denen wünsche ich ein schönes Wochenende. Für alle, die es interessiert, viel Spaß damit noch. Ich habe aufgebraucht ein Desinfektionsmittel. Aus dem einfachen Grund, weil ich wasche halt auch Nettis Näpfchen. Ich meine, es ist meine Katze, ich habe sie lieb, wir geben uns Nasenstupser. Sie beobachtet mich beim Duschen und auf der Toilette. aber trotzdem, ich wasche immer mit einem gesonderten Schwamm ihre Näpfchen aus und... desinfiziere halt den Schwamm danach und desinfiziere halt auch mein Spülbecken. Weiß jetzt nicht, ob das jeder so macht, aber ich meine, sie leckt sich am Hintern rum. Klar, Nasenstupser, Hintern, kann man natürlich jetzt sehen, wenn man will, aber wenn ich die Näpfchen sauber mache, möchte ich das einfach desinfiziert haben und deswegen ist das hier leer gegangen. Dann habe ich aufgebraucht Listerine Cool Mint. Also ich nehme Listerine Blau selten für die Zähne, weil es mir einfach echt eine Nummer zu heftig ist. Aber ich mache damit gern Fußbäder und zwar, wenn man nach einem langen Tag wirklich so dicke, geschwollene Füße hat und man nimmt sich ein bisschen Listerine, macht das in kaltes Wasser, das gibt eiskalte Füße. Das ist richtig, richtig gut im Sommer und die Füße bleiben dann die ganze Zeit noch über richtig schön kalt. Deswegen habe ich da einen großen Listerine-Verbrauch. Aufgebraucht habe ich auch WC-Reinigungstabs, wie immer. Ganz langweilig, brauche ich nicht viel zu sagen. Mag ich. Dann war ich natürlich wieder auf dem Klo. Dann habe ich hier von Sanft und Sicher das Deluxe-Klopapier gehabt. Aber da hat mir der Geruch gar nicht so gesagt. Ich meine, gut, man wischt sich den Hintern ab. Es muss jetzt nicht unbedingt irgendwie, weiß ich nicht, nach Bubblegum riechen. Aber der Geruch von diesem Toilettenpapier, der war einfach eklig. Hat mir nicht gefallen. Das hier kaufe ich mir nicht mehr. Hingegen gut gefallen hat mir aber hier das ultraweiche Softstar-Klopapier von Müller. Das war Wellness Dream Limited Edition. Hat richtig gut gerochen. Sehr frisch, sehr angenehm, toilettenmäßig. Wenn ich zu Müller komme, hole ich mir auf jeden Fall von der Marke wieder welche, weil die waren schön groß. Die haben gut, gut was weggenommen. Oh, ich weiß ja nicht, wie ihr so drauf seid, aber ich bin in vielen Dingen einfach nicht so... ich rede da drüber, ne? Aber hat sauber gemacht. Den sehe ich gerade, habe ich hier verloren. Das ist ein Duftspray. Nehme ich auch ganz gerne, gerade wenn Nettie auf dem Klo war. Sie schaut zwar brav zu, aber ich habe so Pflanzen, Katzenstreu mit so Pflanzenfasern. Das bindet den Geruch nicht ganz so gut.
Und je nachdem, was man halt so gegessen hat als Katze, kann es da schon auch sehr heftig intensiv riechen. Und dann mag ich es ganz gerne so ein bisschen piff, piff. Und gefällt es uns beide, glaub ich, beiden besser. Dann habe ich aufgebraucht hier noch feuchte Bodentücher. Da sind 15 Stück drin mit dem Zitrus- und Orangenduft. Finde ich ganz, ganz cool. Habe ich mir auch schon wieder organisiert, weil für meine Winnie-Wohnung ist das absolut toll. Es fängt die Haare auf. Ich kann damit unseren Sofa reinigen. Mag ich. Und dann habe ich noch aufgebraucht ein Spülmittel, und zwar Aroma Intense, Rosmarin und Minze von Denkmit. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Also wirklich yam yam, sehr lecker. Rosmarin rieche ich gerne. Ich rieche gerne Gewürze, ob das jetzt Koriander oder sowas ist, rieche ich gern. Und das hat mir sehr gut gefallen. Momentan habe ich das mit Ingwer in Gebrauch und finde ich auch ganz toll. Gut, das war es soweit mit dem aufgebrauchten Video für den März. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Jetzt kann ich endlich meinen Müll runterbringen. Und die Tonne füllen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und vielleicht mache ich sogar nachher noch ein bisschen Shopping-Ausbeute und filme das dann nochmal ab. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao.